In Hamburg, sagt mal Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren SBB-Video auf meinem Kanal. Und Freunde, das ist eher ein kurzfristiges SBB-Video, weil normalerweise kommt Freitag nie ein SBB-Video. Aber Marco Reus ist rausgekommen und Dortmund, deutscher Spieler. Marco Reus, 5 Sterne Skills, 96er Karte. Digga, den muss ich machen, über den muss ich ein Video machen. Und mit wem machen wir dieses Video? Mit Foki. Was geht? Was geht ab, Leute? Ich wollte Reus zwar nicht machen, aber Niklas hat mich überredet. Wir haben hier Reus am Start. Geisteskranke Karte. Und der hat auch noch Finesse-Trade. Also ich glaube, der wird sich krass spielen lassen. Ich bin auch sehr gespannt, wie der sich spielen lassen lässt. Perfekt, Digga. Lasst gerne einen Daumen da auf diesem Video. 1000 Likes mindestens, Jungs. Haut auf jeden Fall gerne einen Daumen da. Lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor 17.000 Abonnenten. Ich küsse euer Herz. Vielen, vielen Dank für den Support. Und nun können wir auch direkt reinstarten, SBB, weil ich wissen will, wie dieser Reus spielt, sich spielen lässt. Ich halte das rein auch direkt, Fuki, und lass direkt anfangen, komm. Ja, wir fahren mal direkt an. Und zwar habe ich direkt mal im Sturm Nkunku Team of the Season. Und passend dazu habe ich noch einen Stürmer. Wen habe ich da? Ein Franzosen, Benzema, würde ich sagen. Ja, und sag mir, jetzt du hast ihn nicht aufgeschrieben. Jetzt wirklich? Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Aber an Benzema habe ich direkt gedacht, wo du französisch jetzt rübergehst. Ich habe Gomez und Sané aufgeschrieben, weil ich wollte eigentlich nur einen rechten Stürmer probieren zu kriegen. Ja, stark. Schade. Gut, dann mache ich direkt weiter. Bei mir im Sturm, nicht vorne drin, ist die Karte, die ich selbst aufgeschrieben habe. Es ist Leroy Sané, Shapeshifter. Habe ich noch nicht selbst gespielt. Ich bin gespannt, wie sie sich spielen lässt. Ich hoffe, ich darf ihn spielen, Chat. Das lädt aber auch wieder. Da ist sie. Leroy Sané. Okay, Freunde, auf der linken Seite habe ich auf jeden Fall eine Maschine, eine Legende. Es ist keine Icon, aber trotzdem schon eine Legende. Es wird auf jeden Fall eine Icon-Karte geben. Es ist Zlatan Ibrahimovic. Okay, ich habe Nkunku und Davis auch geschrieben. Auch ganz knapp dran vorbei, Digga, Hilfe. Ich hatte kurz überlegt, Davis zu spielen, ne? Ganz kurz, aber ich dachte so, nee, lass mir Leroy mal spielen. Hast du Glück gehabt. Mein Name, ich sag euch ehrlich, irgendwie kompliziert jetzt, weil Ibra da steht. Ich habe jetzt mal den Fokus auf den da gesetzt. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, du gehst mit einem schwedischen Spieler, aber ich habe, mal gucken. Wen hast du am Start? Mit einem Schweden? Nee, also das kann ich jetzt schon sagen. Es wird auf jeden Fall kein Schwede. Es wird im linken Mittelfeld. Ich bin in der Serie A geblieben. Und im linken Mittelfeld? Junge, diese EA-Dinger, die laden immer so lange, das ist geisteskrank. Wie viel Lebenszeit ich deswegen verliere. Rafael Leao auf jeden Fall auf der linken Seite. Und im zentralen Mittelfeld ist es Tonali. Und auf der RZM-Seite ist es eine Shapeshifter-Hero-Karte. Wollte ich auch mal austesten. Aber ich habe die Hero-Karte schon von dem gespielt. Und wollte jetzt mal gucken, wie die Shapeshifter-Hero-Karte ist. Es ist Cola. Noch nie gespielt mit dieser 92er-Karte, ey. Okay. Ich mache mal jetzt den schlechten Witz mit Cola nicht. Aber ich habe auch geschrieben Leao, Tonali und Emre Can. Das heißt, einmal, was er gesagt, zweimal Bronze ins Team. Und zwar den Bronze-Torwart hätte ich gerne mal noch nicht. Ja, noch nicht. Den willst du nicht machen? Nee, noch nicht, noch nicht. Digga, der Bre ist ja super selbstbewusst, geisteskrank, okay? Okay. Gut, dann halte ich mal rein und guck mal, ob ich zumindest eins snipen kann. Hilfe, ey, was geht ab? Ja, ich mach weiter. Also bei mir, ich sag dir ehrlich, bin ich hier sicher gegangen. Ich glaube, den hast du niemals aufgeschrieben. Und zwar Terrier. Als linken Mittelfeldspieler, als linken ZM habe ich am Start den guten, ja, den weißt du vielleicht, Tchouaméni habe ich da am Start. Und als rechten ZM, das ist eine SPC-Karte gewesen, die habe ich neulich gezogen in diesem Jahresrückblick, und zwar Axel Witzel. Cola wird Vinicius. Junge, ich dachte, du gehst Vinicius Greenling mit Benzema. Das hat doch schon danach geschrien, dass du darauf gehst. Aber stark. Gefällt mir, Freunde, so muss ich sagen. Selten, Freunde, habe ich nach zwei Runden schon noch ganzes Team gehabt. Also, es läuft gut. Außenverteidiger, Freunde. Und du hast schon, du führst 2-0 hier, Digga. Und ich muss aufrollen. Komm, jetzt muss ich doch mal was hitten hier. Ja, wird schwer, glaube ich. Mein linker Verteidiger ist einmal Nuno Mendes, Team of the Season. Und mein rechter Verteidiger ist Frimpong, Team of the Season. Ach, Digga, nerv doch nicht. Ich dachte, du gehst Guerrero. Diese neuere Guerrero Shapeshifter-Karte 94er. Und Dillon habe ich hier noch aufgeschrieben. Ach, Digga, es läuft. Man merkt das ja, ob das so sein Video wird oder nicht. Ich glaube, so, das wird nicht so mein Video, ehrlicherweise. Ja, das kann schon sein. Dann halt mich mal rein. Go. Okay, Linksverteidiger ist Joao Cancelo und Rechtsverteidiger ist Benny Henrichs. Cancelo hätte ich kommen müssen. Ja, was? Aber Henrichs hast du niemals. Meunier und Sandro habe ich aufgeschrieben.
Digga, hättest du jetzt da Dings noch gehabt, Hendrix, da hätte ich hier gedacht, es wird ein Prank, aber so ist noch ganz gut. Okay, gehen wir mal zu den letzten drei Positionen. Steht 2-0 immer noch für dich, Digga, kann nicht sein. Ey. So, Freunde, letzten drei Positionen. Ich habe sehr random Sachen aufgeschrieben, glaube ich, aber mal gucken, manchmal trifft man so. Okay, Freunde, also linke Innenverteidigung ist auf jeden Fall am Start. Eine 85er kann, das ist Tuan Sebe, noch nie gespielt, mal austesten. Rechter Innenverteidiger ist auf jeden Fall Harry Mings, oder wie auch immer der Typ heißt. Und im Tor hat ein Zuschauer geschrieben. Ein Zuschauer meint die ganze Zeit, Bauch-Hosse-San, bitte Bauch-Hosse-San, er ist der Beste, er ist der Beste, er ist der Beste. Hier hast du ihn. Hosse-San ist im Tor bei mir. Ja, das war ein Fake-Account von mir, der Hosse-San reingeschrieben hat. Ich habe Hosse-San, Ruben Dias und Blanc aufgeschrieben. Ich hasse den Typen jetzt schon, Digga, der meinte, Hosse-San spielt ihn unbedingt. Ich hasse ihn jetzt. Nee, war nur Spaß. Ruben Dias, Blanc, Ederson, du kannst alle beide. Ah, okay, ich dachte schon, Digga. Ich habe dir schon rausgetan, oh mein Gott. Okay, okay. Gut, dann wichtig und richtig. Ich habe hier drei Spieler am Namen stehen, komm. Ich bin gespannt, also. Lenker IV hast du nie in deinem ganzen Leben. Das ist Dena Yeah. Rechter IV habe ich wen am Start? Was glaubst du, rechter IV? Ja, ich dachte, du gehst auf Frankreich. Kann ich jetzt schon spoilern. Nee, also da habe ich die Icon Maldini am Start und Donnarumma Team of the Year. Kimbembe, Mukiele und Manier. Perfekt, dann spiele ich gegen E-Sportler mit 2 Bronzespieler und du spielst mit Fullteam gegen mich und bist E-Sportler. Ich kann das ja jetzt sagen, weil ich kein E-Sportler mehr bin, dann kann ich mich halt so ein bisschen so. Also ja, du hast den Druck, Foki, ahnst du? Du hast den Druck hier, nee, heute. Ich kann mit Druck umgehen, da habe ich keinen Druck. Ja, Leute, wir gehen rein. Gut, Sané on the line, Ciao Cancelo, Reus. Ich möchte nicht Reus diskarten, bitte. Du kannst alles snipen von mir, aber nicht Reus. Komm, wir gehen rein, let's go. What? Karim Benzema, Freunde, das ist er. Grünes Time Finish. Junge. Hä? Wie? Er bricht mir beide Beine, kein Foul. Was ist das denn? Das ist ein guter Ball, Benzema. Nein, bitte nicht. Das. Boah, das ist Karim stark. Rossisa. Reus. Marco. Leroy. Oh! Das war schade. Einfach der eine Spieler hat einfach meinen Spieler geblockt. Boah, was ist das denn? Marco Reus, Alter, soll ich mal raffen. Axel! Ach, da haben wir Mann. Axel. Reus, komm. Geh Maldini. Marco! Marco! Oh! Abstoß. Immer aufs Tor gebracht, der oder was, Junge? Mit Grätschen und so Kram. Ja, deine Grätschen auch. Gut! Rote Karte mit. Hä, was? Wie kann man denn da. Oh, gut, King. Okay, Digga. Uiuiui, da ist ganz kurz leise geworden in Hamburg. Er ist ganz ruhig in Hamburg geworden. Da ist ganz großes Gewitter in Hamburg gerade aufgekommen. Ganz großes Gewitter. Karim Benzema, mach das. Digga, ich habe hier ganz großes Gewitter. 4 Discards und ich habe echt ein teures Team am Start. Ja, Leroy. Leroy! Ganz wichtig, 3 Discards, komm. Nein. Nein, ich wollte so viel. Mit Schusscancel und so. Hör mal auf, Junge. Wir nehmen mir ein BSBB auf, Junge. Was ist das denn? Schusscancel macht er und so. Was ist das denn, Junge? Ja, 3 Discards. Wow, es könnte richtig wehtun jetzt, ey. Ich bin gespannt, wie du triffst. Okay, du kannst, Bro. Ich hab durchgemischt. Also es war verdient verloren, so muss ich sagen. Es war nicht meine beste Leistung. Ich habe auch irgendwie verrückte Sachen gemacht auf jeden Fall. Die haben alle funktioniert, deswegen. War so crazy. Funktioniert das auch nicht, war krass. Aber ich discarte gerne so mit Liebe, weil ich weiß, ich habe verdient verloren, so. 3 Discards, die rote Karte war unnötig von Benny Hendricks, aber naja. Komm, hau raus. Ich mach's ganz einfach. Ich nehme den linken ZM, rechten ZM und Torwart. Perfekt, Digga. Du hast Leroy Sané, Shapeshifter, getroffen.
Wie viel kostet der? 300.000 Coins. Du hast Jürgen Was? Kohler Shapeshifter Hero Mode getroffen. Okay. Und du hast, im Tor hast du gesagt, ne? Ja. Horst Zahl getroffen. Weil die drei Jungs hast du getroffen. Ich quicksell die Jungs. Ich hole dir ja eh nicht wieder die Karten, ihr wisst das ja. Deswegen werden die auch ganz schnell gequicksellt. Zumindest hast du Marco Reus nicht getroffen. Das war immer wichtig, dass du Marco Reus nicht triffst. Aber die anderen beiden tun natürlich trotzdem extrem weh. Vor allem Leroy Sané. 300.000 Coins sind gefühlt so gerade 8 Cristiano Ronaldos Freunde. Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Checkt gerne Fokiab, Link in der Videobeschreibung. Und das war's von uns. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.